Freunde, es fehlen noch 225.000 Abonnenten bis zur 1 Million. Und das ist einfach nur krass. Ich habe mir überlegt, dass ich mich bei 1 Million Abonnenten zeigen werde. Alles, worum ich dich bitte, ist, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Komm schon, Iron Man, aber du bist auf unserer Seite. Greif Galactus an. Ich helfe dir auch ein bisschen. Ich schieße dich nach vorne und dann kannst du direkt den Laser auf ihn machen. Oh mein Gott, er greift Galactus wirklich an. Seht ihr das? Los, schieß noch mit dem Laser auf ihn. Yes, wir können das echt gewinnen. Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Wir versuchen heute wieder das Unmögliche, und zwar Galactus kurz vor dem Live-Event aufzuhalten, indem wir Iron Man, Wolverine und Dr. Doom zusammenbringen und gemeinsam gegen Galactus kämpfen lassen. Das Video war super mega aufwendig, deswegen lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann gebt gerne meinen Creator-Code WANNABE im Itemshop ein. Okay Leute, ich hoffe, ihr seid alle ready, die Welt zu retten, denn heute werden wir Geschichte schreiben und alle Bosse zu Galactus bringen. Also lootet, was das Zeug hält. Und ganz wichtig, wir brauchen ganz viele von diesen Impulsgranaten, aber wir brauchen einfach noch viel mehr von den Schockwellengranaten. Und wenn ihr dabei seid, so ein paar Sturzpolster können wir auch gut gebrauchen. Wir brauchen wirklich alles, was ihr finden könnt. Und die Lamis auch unbedingt mitnehmen, ne? Da sind auch solche Schockwellengranaten zum Beispiel drin. Komm her, Lami, hab irgendwas Gutes drin. So, 40 Minuten sind vergangen und ich bin mal gespannt, was wir schon alles zusammen haben. Oha, das sieht richtig gut aus. GG an die Mädels und die Jungs, die hier mithelfen. Die machen echt einen geilen Job. Ihr werdet gleich verstehen, warum wir so viele von den ganzen brauchen. Denn ihr braucht euch keine Vorstellung. Wir müssen einfach 2 Bosse gleich über die ganze Karte impulsen. Aber bevor wir das Ganze machen, bauen wir jetzt erstmal die Brücke zu Galactus. Alle, die Bock haben, kommen jetzt mal zur Brücke. Kommen alle zusammen. Da kommt sogar der Eli. Das wird richtig episch werden, wenn wir gleich alle gleichzeitig starten. Lord Apfel, was macht ihr denn? Ach egal, lass einfach anfangen. Wir müssen jetzt bis zum Ende der Karte bauen, genau bis zu Galactus. Boah, das wird so episch werden, Freunde. Wir bauen jetzt die Strecke bis zu Galactus hin. Oha, ich sag euch doch, das wird der krasseste Weg aller Zeiten sein. Wir werden einfach über 1500 Meter weg von der Insel sein. Noch ein paar Böden und dann sind wir einfach am Ende der Karte angekommen. Da vorne ist es, da ist Galactus. Und wir haben es geschafft. Ich droppe euch jetzt die letzten Materialien, die ich noch habe. Baut das Ganze bitte fertig. Und wir werden jetzt hingehen und uns den ersten Boss holen. Wir besorgen jetzt Iron Man. Oh mein Gott, ihr habt sogar die ganze Agency zugebaut, Leute. Wie episch sieht das denn aus? Ey, ich sag euch, das wird gleich so wichtig sein, denn Iron Man darf einfach nicht im Wasser landen. Sonst wird es richtig schwer, ihn gleich zu impulsen. Da ist er, Iron Man. Warum denn heißt er eigentlich nicht Man Iron? Weißt du, heißt er eigentlich Man Iron Frau? Wir wissen beide, warum er nicht sagen. Ich lege jetzt einfach direkt los. Und ganz wichtig, wir dürfen ihn nur von hinten impulsen. Hallo Iron Man, ab geht's, mach's gut. Wow, der ist einfach mit dem ersten Shot direkt runtergefallen. Unten ist er. Ach, da ist er doch. Hallo Iron Man. Oh, oh. Oh nein, es geht schon wieder los. Okay, das war gut, das war richtig gut, das war schon ein richtig stabiler Shot. Wir sind jetzt aktuell noch ungefähr so 2000 Meter von Galactus entfernt. Aber wartet mal, wenn der Schuss sitzt, dann haben wir ein paar hundert Meter weniger. Ich sag euch, das wird extrem schwer werden, aber wir können es schaffen. Du kannst ruhig auch mal werfen, wenn du willst, ne? Okay, das war jetzt überraschend. Wir fangen einfach nochmal von neu an. Ja, ich lass das mit dem Werfen, Bruder, das machst Nein, du. Nein, ist nicht schlimm, mach einfach nochmal. Das kriegen wir schon hin. Circa 1000 Meter jetzt noch. Wir haben jetzt gerade Salty passiert. Ich glaube, die schwierigste Ecke ist jetzt vorbei. Weil ab jetzt ist nicht mehr so viel Wasser. Ich bin einfach so gespannt drauf, was gleich passieren wird, wenn Iron Man auf Galactus trifft, Leute. Was meint ihr? Wird er ihn angreifen oder nicht? Wenn der Nächste auch noch trifft, sind wir gut dabei. Ich sag's euch. Schnell! Ja, ich werfe jetzt. Er kommt. Oh mein Gott, wie hoch fliegt er einfach nur? Wir haben es einfach fast geschafft, es sind nur noch wenige Meter. Digga. Oh Gott, die Tankstelle, die darf nicht in die Luft gehen. Die ist schon in der Luft, ich habe schon alles abgesichert. Gott sei Dank. Wannabe darf den letzten Shot geben, Wannabe gibt den letzten Shot. Okay, hau rein, Iron Man. Ja. Nein, der ist noch drin. So, der erste ist drin. Den gönnen wir uns noch. Und jetzt sagt Hallo zu Galactus, Iron Man. Wow, so. Du hast ihm was reingebuttert, Alter. Erstes Erfolgserlebnis, Iron Man ist gefangen und bereit, gegen Galactus zu kämpfen. Aber bevor wir das Ganze machen, holen wir erstmal die anderen Bosse. Okay, ich hoffe, ihr seid alle bereit, wir holen jetzt Dr. Doom. Und der wird nochmal richtig, richtig schwer werden, weil dasselbe Prinzip wird bei ihm gelten. Auch ihn müssen wir wieder über die ganze Karte impulsen. Ab geht die wilde Fahrt. Ich klingel einmal bei ihm. Victor von Doom, Sie können jetzt rauskommen.
Oh Gott, Genki-Dama. Ja, sehr gut. Kommst du jetzt bitte einmal raus? Wir wollen mit dir spielen. Geh mal von hinten, er hat Fokus auf mich. Ja. Dann schießt du ihn einfach raus. Baba! Oho. Wo ist er eigentlich jetzt? Der ist erstmal weg. Der ist. Der macht einen Abflug. Ey, das geht richtig gut voran gerade. Wir kommen einfach immer näher. Ich bin echt gespannt, was passieren wird, wenn der größte Superschurke auf den größten Helden gleich trifft. Wird Dr. Doom Iron Man helfen oder ihn angreifen? Ey, du hast gerade Braxis gekillt. Dr. Doom, du Ehrenloser. Der ist einfach auf dem Baum gelandet. Okay, ich lasse ihn jetzt da oben, bis du wieder da bist. Also wenn wir das heute noch schaffen wollen, müssen wir den jetzt von dem Strand wegkriegen. Oh nein, das ist einfach die Tankstelle. Oh mein Gott, nein, bitte geh nicht hoch. Ich habe auch gerade enorm Tankstelle Angst. Hat er es überlebt? Hau ihn einfach weg. Okay. Frisst das, Dr. Doom. Auf geht's. Jetzt seht ihr mal, wie viel Gefahren hier lauern. So, wo sind wir denn jetzt? Wir haben einfach gleich schon Holly Hatches erreicht. Wir haben einfach mehr als die Hälfte der Strecke schon geschafft. Boah, das ist aber nett von dir, Paul. Danke. Und wie und ich. Wir retten die Welt vor dich. Was machst du da? Bösewicht. Der soll mal seine Munition sparen, die braucht er gleich noch. Echt so? Oh. Oha, wie der dich einfach gekillt hat. Das war nicht so klug, Dr. Doom. Ich bin jetzt richtig sauer. Dafür schieße ich ihn jetzt weg, pass auf. Oha, wie weit fliegt der? Aber ziemlich riskant. Ja, ich versuch's nicht. Oh Gott, ist das da hinten? Er ist gleich da, Alter. Oh Gott, du müsst ihn nochmal nach rechts schicken. Er ist so nah an Iron Man dran. Ich werfe jetzt einfach... Komm schon, flieg runter, ja, bitte, bitte, gut, bitte. Gut, genau da, yes, genau da. Yes, wir haben es geschafft. Der zweite Boss ist im Wasser. Und jetzt schottet ihn ab. Der Typ ist einfach nur irre. Wir haben es einfach geschafft. Dr. Doom ist ebenfalls fixiert. Aber schaut mal, wie aggressiv er einfach ist. Was meint ihr? Was wird passieren, wenn wir ihn gleich freilassen und kämpfen lassen? Ist er für Galactus oder ist er gegen ihn? Und damit fehlt uns jetzt einfach nur noch Wolverine. Und der muss uns einfach nur noch hinterherlaufen. Aber was habt ihr hier vorbereitet? Ey, ich sag doch, bestes Team einfach nur... Damit sollten wir es echt easy schaffen. Wolverine, hallo, was geht? Hallöchen, Popöchen. Hallöchen, ich kann ihn einmal schlagen. Oh, das brauchen wir nicht. Okay, er hasst uns schon. Komm her, Wolverine. Put. So ist gut. Ja, sehr gut. Einfach die Straße lang, einfach die Straße lang. Oh, oh. Was macht denn unser Lambo hier? Weiß ich nicht, hier sind so viele Leute einfach nur. Wir müssen halt von rechts auf die Plattform, die gerade gebaut wird. Okay, wir haben es gleich einfach geschafft. Noch ein paar Meter halt einfach durch. Sollen bitte jetzt weggehen, weil sonst nimmt die Fokus auf den. Ich brauche kurz eine Brücke für ihn. Komm schon, Wolverine. Einfach hier runtergehen, bitte. Oh mein Gott, nein, er geht auf die andere. Nein, was macht er da? Nein, das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Er darf nicht zu Dr. Doom kommen. Okay, macht er auch nicht. Der Typ ist so irre einfach nur. Komm schon, du Idiot, komm doch. Ihr müsst echt aufpassen, das ist der verrückteste von allen und das ist auch der stärkste von allen. Okay, gut. Wir bringen ihn jetzt einfach ganz weit nach vorne und am besten noch nach links auf die andere Plattform. Warum fliegen hier die ganze Zeit Raketen? Was ist das? Das hängt eine Rakete fest. Was genau ist das? Schreibt's mal gerne in die Kommentare. Es wird Zeit, lasst uns schauen, wie Wolverine auf Galactus reagiert. Ich bin richtig gespannt drauf. Was macht er jetzt gleich? Wird er ihn angreifen? Nein, er hat Angst. Der stärkste Superheld hat Angst vor ihm. Ey, wartet mal, vielleicht ist er auch im Team von Galactus. Wir müssen abwarten, was die anderen Bosse machen. Komm schon, Iron Man, aber du bist auf unserer Seite. Greif Galactus an. Ich helfe dir auch ein bisschen. Ich schieße dich nach vorne und dann kannst du direkt den Laser auf ihn machen. Oh mein Gott, er greift Galactus wirklich an. Seht ihr das? Los, schieß noch mit dem Laser auf ihn. Yes, wir können das echt gewinnen. Ey, das gibt's nicht. Er schießt auf die Banane da vorne. Was macht ihr denn? Da liegt es an Dr. Doom. Wie habt ihr ihn hier einfach eingesperrt? Jetzt kommt's auf dich an, Großer. Du bist doch der Böse. Du musst ihn jetzt aufhalten. Für die Fortnite-Karte. Ich schieße ihn jetzt einfach weg. Er kommt auf euch zu. Wo ist er hin? Okay, ist er in der Luft? Victor von Doom ist auf dem Weg zu dem anderen. Er ist fast auf dem Berg gelandet. Oha. Oh nein, nicht gut. Er greift einfach Iron Man an. Das ist nicht gut. Ich dachte, die würden sich verbünden vielleicht. Das sieht nicht gut aus. Wir müssen ihn trennen. Leute, chillt mal, das ist nicht gut. Ihr dürft nicht gegeneinander fighten. Galactus ist doch euer Feind. Ich helfe euch mal. Ich habe sie auseinandergebracht, chillt mal. Oh nein, jetzt hat der Wolverine entdeckt. Ist das dein Ernst? Der greift einfach alle Bosse an. Dr. Doom ist auf jeden Fall auf der Seite von Galactus. Seht ihr das? Erst schnappt er sich Iron Man und jetzt Wolverine. Oh nein, er hat sogar seine Genki-Dama rausgeholt. Der Typ macht richtig ernst.
Wer wird den Kampf gewinnen? Die Schurken oder die Helden? Die sind weg. Er hat den Kampf gewonnen. Was ist hier passiert? Wo sind die Bosse hin? Da ist Wolverine, aber wo ist Dr. Doom? Hat er ihn besiegt? Ich glaube, Wolverine hat gerade Dr. Doom fertig gemacht. Wir müssen Iron Man finden und schauen, was passiert, wenn er Wolverine trifft. So, Leute, der finale Kampf. Anscheinend kämpfen Wolverine und Iron Man auch gegeneinander. Ey, das hätte ich nicht gedacht. Die sind doch auf einer Seite. Egal, ich bin für Team Iron Man. Komm schon, den schaffst du. Komm schon, Tony. Hau den Laser raus. Was machst du denn? Das gibt's nicht. Okay. Er hat einfach den Kampf verloren. Ja, ihr dürft. Gebt ihm einfach den Rest. Er ist einfach wertlos für uns und das Live-Event. Er ist absolut wehrlos. Knallt ihn alle ab. Ekelhafter Wolverine hat einfach seine Freunde umgebracht und Schätzchen Scheißdreck um Galactus. Einfach ekelhaft. Ich will sehen, dass Wolverine fällt. Kommt schon, alle drauf jetzt. Kommt schon. Wolverine macht eh nichts mehr. Macht ihn fertig. Das passiert, wenn du dich mit der falschen Seite anlegst, Junge. Sehr gut, ihr habt ihn. Geht doch. Diese Runde geht leider an Galactus, aber ich sag euch, das Live-Event kommt immer näher und wir werden ihn wiedersehen.